Am zweiten Samstag im März wurden im Gereschlag ein Kulturprogramm und ein Ball organisiert. Unter anderem präsentierten Schul- und Kindergartenkinder dem Publikum, was sie bisher gelernt hatten. Heute haben wir eine deutsche Nationalitäten-Nachmittag organisiert. Wir möchten die Grundschulkinder, die Kindergartenkinder und die Erwachsene-Tanzgruppe eine Vorstellungsmöglichkeit anbieten. Und heute könnten Sie alle zeigen, was Sie in diesem Schuljahr oder voriges Jahr gelernt haben. Die Kindergarten hat sich vorgestellt. In der Grundschule haben wir drei Gruppen, zwei Tanzgruppen. Eine Tanzgruppe von der Unterstufe, andere Tanzgruppe von der Oberstufe und eine Chor, eine Frauenchor. Und die Erwachsene-Tanzgruppe hat sich vorgestellt. Und die Gäste waren heute bei uns die Mädeltrio aus Mohács, Kotona Anna, Jonas Dorina, und mit Akkordeon hat begleitet Haner Hedi. In diesem Trio haben wir auch ein Gereschlacher Linie oder wie soll ich sagen, Dorina Jonas hat auch, seine Eltern waren auch Gereschlacher. Und darum haben wir diese Trio zu uns eingeladen. So können wir sagen, die Gereschlacher haben sich jetzt hier in Gereschlag vorgestellt. Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal organisiert und war ein großer Erfolg. Das Gemeindezentrum war während der eineinhalbstündigen Kultursprogramm voll mit Gästen. Die deutsche Selbstverwaltung Gereschlag hat jetzt zum ersten Mal diese Veranstaltung organisiert. Und wir wollten auch sehen, wie das heute wird. Ist eine Möglichkeit, das mehrmals organisieren, oder möchten die Leute das mal anschauen oder kommen? Und wie ich gesehen habe, war dieser Raum voll. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und wir haben schon davon gesprochen, dass wir probieren, das jedes Jahr einmal zu machen. Nach dem oder vor dem Hefeknödelfest. Das ist unsere größte Veranstaltung. Muss man auch nur eine kleine sogenannte deutsche Nationalitäten-Nachmittag auch machen. Und die Leute möchten das sehen und das hat uns sehr, sehr gut gefreut. Im Gereschlag wird großer Wert auf die Pflege und Weitergabe deutscher Traditionen gelegt und die Kinder des Dorfes werden von klein auf mit der Sprache und den Bräuchen vertraut gemacht. In Grundschule haben wir jeden Tag deutsche Stunde und dort können wir diese Tänze, die Gedichte, die Chor auch vorbereiten auf so einen Auftritt. Und wir haben auch in einem Schuljahr mehrere Auftritte hier in der Nähe und auch in ein bisschen weiter, zum Beispiel in Székelyszávár oder in Mohács. Und die Kinder, für die Kinder ist eine gute gemeinsame eine gute Möglichkeit, die ein bisschen lustig oder ein bisschen anders die Wochenende verbringen und nicht immer vor dem Computer sitzen. Und so können die Kinder auch ein bisschen mehr erfahren, mehr sehen und nicht nur in Stufe oder ins Haus sitzen. Der erste nationale Nachmittag wurde am Abend mit einem Schwabenball abgeschlossen.